Hallo, ich bin VR-Dings von den We Are Nerds. Wir spielen heute zusammen Nighttime Terror und genau das Spiel kennt ihr schon. Wir haben das schon mal zusammen gespielt. Damals war es noch eine kleine Demo, jetzt gibt es das Ganze als Vollversion, kostet 8 Dollar und es gibt aber auch immer noch eine Demo dazu. Nur da habt ihr nur 3 Waffen und eine Welt zur Auswahl und in der Vollversion habt ihr 5, nein, 6 Welten und 5 verschiedene Waffen, die ihr einsammeln könnt. Und damit ihr mal einen kleinen Einblick in die Vollversion bekommen könnt, ohne direkt Geld auszugeben, haben wir ein kleines Video für euch gemacht. Wenn euch das Ganze gefällt, dann kauft euch aber auch bitte das Spiel. Ihr findet den Link in der Beschreibung. Viel Spaß! So, und schon sind wir im Spiel gelandet. Wir fangen einfach mal hier links an. Da ist die Highscore-Tafel. Dann seht ihr hier die Steuerungseinstellungen. Und da fällt euch gleich auf, dass ihr beim Stick unten rechts, beim Zielen, habt ihr jetzt optional stehen. Das heißt, ihr müsst nicht mehr damit zielen, sondern ihr könnt auch einfach mit dem Blick zielen. Ihr seht jetzt hier schon den Kreis, den ich bewege. Den bewege ich im Spiel dann auch mit meinem Blick und kann dadurch viel besser zielen und kann auch auf Gegner zielen, die von oben herunterkommen, oder ich kann von oben nach unten schießen. Das ist sehr cool gelöst, gefällt mir wesentlich besser als das alte Modell mit dem Zielen mit dem rechten Stick. Habe ich auch gar nicht mehr gemacht, seitdem ich die Steuerung mit dem Kopf integriert habe. Ansonsten seht ihr hier 6 Level gibt es jetzt. Da kommt das Spielzimmer, das Office-Ding, also ihr sitzt da so auf so einem Schreibtisch drauf. Ganz cool dabei ist, dass ihr, wenn ihr euch nach links und rechts bewegt, seht ihr, wie sich der Schreibtischstuhl mitbewegt. Vielleicht können wir da nochmal kurz reinschauen nachher. Dann haben wir hier ein Level mit einem Weihnachtsbaum, dann ein wohnzimmerartiges Level nochmal mit einer Weltkugel oder was das ist. Dann haben wir einen Raum, wo eine Sandburg steht. Das gefällt mir persönlich sehr, 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 sehr gut. Meine Lieblingsmap, würde ich fast sagen, obwohl sie wenig Spielraum hatte zum Umherklettern und Verstecken etc. Aber sie sieht einfach sehr schick aus. Gefällt mir sehr gut. Und dann haben wir die Küche. Das hatte ich auch schon erklärt beim letzten Mal. Das sind die Hüte. Wenn euer Hut sehr hell ist, dann habt ihr noch gut Vollenergie. Und wenn euer Hut langsam dunkel wird, dann seid ihr nah dran zu sterben. Also ihr verliert, umso weniger Energie ihr habt, desto dunkler ist euer Hut. Ganz logisch. Dann sehen wir hier die verschiedenen Sachen, die ihr einsammeln könnt. Das ist zum einen Energie, das ist dieser grüne Kreis. Dann gibt es eine Powerpistole, eine Minigun, eine Shotgun und einen Raketenwerfer. Nette Sache, auch wenn ich diese Lakritze eigentlich gar nicht so mag. Das ist doch Lakritze mit Konfekt, oder? Heißt das Konfekt? Irgendwie sowas. Und dann können wir hier unsere Highscore eintragen lassen und die Musik an- und ausschalten. Ich weiß gar nicht, warum die Musik die ganze Zeit aus ist. Jetzt ist die Musik wieder an. Ist doch viel schöner mit ein bisschen Hintergrundmusik, oder? Okay, dann spielen wir jetzt mal ein Level. Ich würde mal sagen, wir spielen... Ich würde euch gerne so vieles zeigen, aber ich will auch gerne mit euch mal eben so mich auf Platz 1 der Bestenliste begeben. Office will ich aber nicht so, aber das will ich euch mit dem Stuhl dann auf jeden Fall noch zeigen. Komm, wir machen mal die Küche. Machen wir mal die Küche. Die Küche ist ja auch cool. Also ich finde die sehr schön gemacht, auch die Küche. So, jetzt seht ihr hier, wenn ich ziele mit meinem Blick, dann bewegt sich das und ich brauche gar nicht mehr auf mein Männchen so arg achten. Problematisch natürlich, wenn ich ganz nach da ziehen will, sehe ich nicht, ob meine Figur nicht von hinten schon angegriffen wird. Deswegen sollte man doch immer so ein bisschen im Umkreis der Figur zielen und nicht unbedingt nach da zielen. Aber soweit ist das klar. Und was ich gesagt hatte mit dem nach oben zielen, das seht ihr, wenn ich jetzt hier hingucke, dann geht das so hoch. Das ging vorher natürlich nicht, weil wenn ich hier so einfach drehe, dann schießt der nicht nach oben oder unten, sondern schießt nur in die Richtung. Und seht ihr, da verliere ich schon Energie, wenn ich so ziele. Deswegen ziele ich lieber so. Das ist wesentlich entspannter. Hier seht ihr die verschiedenen Gegnertypen. Hier diese mit den Hörnern, die stecken ein bisschen mehr ein. Die Kleinen brauchen weniger, aber die Kleinen sind dafür sauschnell. Und in Kombination kann das teilweise dann schon ganz schnell sehr kritisch werden, weil ihr einfach die mit den die viel Schaden einstecken können, die ganze Zeit abschießt und euch währenddessen aber die kleinen weißen anknabbern von hinten. Oh, ich bin ja schon jetzt fast tot. Aber da liegt neue Energie. Aber lieber erst noch ein bisschen warten. Diese Teile verschwinden, soweit ich weiß, auch nicht. Das heißt, ihr könnt damit auch ein bisschen taktisch umgehen.
und einfach mal warten, bis ihr es wirklich braucht. Aber aus Erfahrung geht das manchmal dann so schnell, dass ihr es nicht mehr schafft, das einzusammeln, weil der Weg verbaut ist vor lauter Gegnern. Deswegen auch nie so weit weggehen, wenn ihr sowas wirklich einsammeln wollt, sondern ein bisschen in der Nähe bleiben. Und ihr seht auch schon, ist die erste bessere Waffe, weiß jetzt aber gerade gar nicht, welche das war. Ist aber egal, ich nehme jede Waffe gerne. Ja, jetzt nehme ich mal die Energie lieber und nehme auch lieber mal die Waffe, denn jetzt wird es hier enger. Oh, ja, Shotgun. Oh, bin ich schlecht. Ja, reinholzen. Wow. Jetzt ist die Waffe weg. Wenn die Waffe weggeht, dann klärt das so ein bisschen und es verzögert sich ein bisschen, weil ihr die Waffe anscheinend wechselt. Das ist auch mal ein bisschen kritisch, weil in dem Moment, wo ihr die Waffe wechselt, einfach nicht schießt und ihr dann ganz schön angeknabbert werden könnt, wie ihr das gerade auch bei mir gesehen habt. Jetzt kommt der Weiße. Wenn ihr schießt, lauft ihr auch ein wenig langsamer, als wenn ihr nicht schießt. Dadurch ist es nicht zu empfehlen, beim Schießen mal wegzurennen, sondern lieber dann ohne und dann wieder schießen. Und wenn ihr den Gegner trefft, dann wird dieser auch langsamer. Also da kann man auch mitspielen, wenn die jetzt verschieden angelaufen kommen, dass man erstmal den einen so ein bisschen anschießt und dann immer mal wechselt, damit die nicht zu nah rankommen. Und jetzt gehe ich mal hier so ein Stück hoch. Kann ich natürlich schön nach unten schießen. Problematisch ist an der ganzen Sache aber, dass hier oben wahrscheinlich keine neuen Waffen landen werden. Denke ich mal. Ansonsten ist das eigentlich ein ganz cooler Spot. Und der Vorteil ist, eigentlich kann ich von diesen Sachen runterspringen, die Gegner aber nicht. Das heißt, ich kann die auch erstmal hier so ein bisschen hochlocken und dann einfach nach unten ausweichen. Dieser ganz große, der wird natürlich jetzt schwierig sein mit dieser normalen Standardwaffe. Ach, aber der Trottel hängt da unten auch fest. Ja, gut, dann gehen wir mal runter. Wir wollen ja auch kämpfen und es nicht verstecken. Und da hinten ist noch eine Waffe, die holen wir uns doch. Erstmal probieren wir jetzt hier die nochmal so abzuschießen, denn ich habe hier ein bisschen Raum. Und wir wollen ja die Highscore knacken. Ja, das schaffen wir super. Oh, aber jetzt nehmen wir das lieber schnell. Die Echsen sind auch eklig, weil die haben so eine lange Zunge und die müssen gar nicht so richtig an mich rankommen. Oh, fuck. Ja, jetzt seht ihr, jetzt wird es langsam ein bisschen eng für mich hier. Oh, jetzt wird es super eng. Ich brauche die Waffe. Nein. Lass mich in Ruhe. Boah, ja, Raketenwerfer ist genau das, was ich gerade brauche. Noch lebe ich, aber ich sehe da hinten auch schlecht, was so passiert. Schnell mal nach hier vorne gehen. Bam. Oh Mann, sterb doch. Was ist das für eine Waffe? Oh fuck, ich bin tot. Okay, was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Oh, Platz 2. Ja, aber gut, der Platz 1, der ist auch richtig krass, ne? 542 Punkte. Der hat sich vielleicht da oben hingestellt und hat das so ein bisschen ausgenutzt, dass der Dicke da nicht hochgekommen ist. Vermute ich jetzt mal. Das ist natürlich nicht. Also so spiele ich natürlich nicht. Dann machen wir mal ein anderes Level. Ups, jetzt habe ich einfach. Gucken wir nochmal ins Menü. Und ja, Office. Ja, will ich euch auch nochmal zeigen. Aber wir machen einfach mal drei Level. Das Spiel hat es verdient, dass wir mal drei Level spielen. Ist einfach so. Und wenn ihr halt denkt, das Video ist zu lang, dann habt ihr das Spiel nicht verstanden. So, jetzt nochmal die Sicht nochmal zurück. Was hier ein bisschen komisch war, dass die Gegner auch von hier unten rechts kommen können. Und dadurch guckt man dann immer so runter. Und es geht ein bisschen so auf den Nacken oder vielleicht habe ich einfach schon ein Doppelkinn. Ich kann nicht so weit nach unten gucken. Aber ist nicht schlimm. Die Welt ist auf jeden Fall eigentlich total geil. Da sie einfach simpel und cool ist, also auch diese Borg, dieser 3D-Effekt in dem Spiel allgemein, ist halt einfach auch super cool. Haben jetzt auch schon ein paar andere Spiele, dass die damit spielen, dass das alles so klein ist und dass man eine Figur bewegt. Und ich bin jedes Mal wieder Fan von, ob das jetzt Blaze Rush ist, ob das Toybox Turbos ist, ob das dieses Spiel ist. Es ist einfach jedes Mal geil, wie ich finde. Oh, was mache ich denn? Warum gehe ich denn auch dahin? Das war doch ein bisschen doof. Okay. Aber wir sind wieder gesichert. Hier die Welt hat das so viele Auf und Ab. Wie nennt man das? Auf und Ab-Dinger, Auf und Ab-Teile. Dadurch kann ich manchmal gar nicht so gut so weit schießen, weil mein Schuss irgendwo hängen bleibt.
Aber das gehört dazu, damit muss man leben. Schade, dass ich jetzt nicht live sehen kann, bei wie vielen Punkten ich immer stehe, sondern das erst hinterher sehe. Das wäre noch ganz cool, wenn ich da irgendwie live eine Ansicht hätte. Aber ist halt nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Oh, da ist was da unten gelandet. Das kriege ich doch wahrscheinlich kaum. Oh. Ist das. Oh, Raketenwerfer. Da muss man ja mal ein bisschen warten. Am besten, bis die sich so ein bisschen auf einem Haufen sammeln und dann reinschießen, weil wir können ja natürlich mit dem Raketenwerfer gleich mehreren Gegnern Schaden zufügen und wäre natürlich dumm, wenn wir nur einen treffen. Also ich spiele das Spiel schon wie ein Profi, oder? Ich bin schon sehr beeindruckt. Also die Skills, die muss erstmal einer haben. So, und jetzt bam. Boah, war das nicht gut gemacht? War das nicht. Also so gut hat noch keiner den Raketenwerfer ausgenutzt, würde ich sagen. Jetzt laufen wir mal da hinten lang. Gucken wir mal, ob wir da runterkommen. Sehr gut. Das war, glaube ich, die Shotgun wieder. Ja. Oh, ich schieße einfach mal so umher. Da sollte man auch gucken, dass man die am besten immer gleich mehrere damit trifft. Aber ich treffe einfach nur einen. Oh. Ja, so effektiv nutze ich die Shotgun aber nicht, muss ich sagen. Da kann ich noch üben. Was ich mit dem Raketenwerfer gut mache, läuft mit der Shotgun bei mir noch nicht so. Ich glaube, das Rosane war die Minigun, was da rumliegt. Aber ich kann kaum sprechen, wenn ich so weit nach unten gucke. Aber ist nicht schlimm. Wir holen mal da hinten die Shotgun, bevor wir hier gleich draufgehen am Ende. Yeah. Leg dich nicht mit mir an. Leg dich nicht mit mir an, habe ich gesagt. Oh, komm schnell hier vor, da sehe ich doch nichts. Nein! Lass mich in Ruhe! Nein! Oh, wie konnte der. Ihr seht, ich habe nur 59 Punkte, aber um meine Ehre, oh, ich hasse dieses Wort, zu retten, ich habe vorhin schon mal gespielt und jetzt bin ich noch von vorhin Platz 1 mit 83 Punkten. Ist nicht so viel, wird wahrscheinlich noch irgendwer schlagen, aber ihr seht, so schlecht spiele ich eigentlich nicht. Das ist nur, weil ihr zuguckt. Da geht es natürlich nicht so gut. Aber dieses kleine Ding mit dem Stuhl wollte ich euch ja noch im Office zeigen. Und dann gehen wir nochmal drauf. Machen wir nur ganz kurz, machen wir eine super schnelle Runde oder wir spielen jetzt einfach gar nicht fertig. Ich verabschiede mich dann, nachdem ich euch das hier so ein bisschen gezeigt habe. Denn das Office-Level generell kennt ihr noch aus meiner Demo. Da habe ich euch erzählt, dass da hinten der Entwickler in dem Bild steht. Aber neu ist, glaube ich, hier das mit dem Stuhl. Ja, das ist doch cool gemacht. Ich hoffe, ihr seht das gerade. Der Drehstuhl dreht sich. So, wenn ich mich jetzt nicht nur mit der Rift. Mit der Rift? Ich sage jetzt auch schon Rift. Wenn ich mich nicht mit der Rift nur drehe, sondern mit meinem ganzen Körper, dann wirkt das ziemlich echt mit dem Stuhl. Auf der anderen Seite, natürlich ist ein Gimmick, aber ich mag solche Gimmicks. Ja, das Darkfield-Poster. Klassischerweise hängt das natürlich hier im Büro rum. Gut, und ich bin VR-Dings von den We Are Nerds. Ihr könnt mir jetzt noch weiter zuschauen oder ihr könnt jetzt an der Stelle einfach sagen, ich schalte aus, denn der erzählt eh nur Mist und darauf habe ich gar keine Lust. Und ladet euch vielleicht mal die Demo direkt runter oder kauft euch direkt das Spiel. So teuer ist es nicht. Macht es einfach mal. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich weiß, mein Geschmack muss nicht jeder teilen. Deswegen nehmt vielleicht doch erstmal die Demo, checkt es aus, ob es euch taugt und dann ladet euch die Vollversion runter. Denn sonst beschwert ihr euch auf einmal und sagt, es ist mir viel zu kuschelig oder was weiß ich, was ihr da so sagt. Gut, dann haut mal rein. Ich spiele hier das noch fertig, die Runde. Bis demnächst. Ciao. Viecher sind aber auch hart. Dabei sind das die einfachsten. Na, es sind ja nicht einfach, ne? Das ist ja diese Kombination aus den verschiedenen Gegnern, die es ja erst spannend macht. Boah.
Und der Mix, der macht's dann hart. Das läuft ja wieder gut hier. Yeah, Powerpistole. Die hatten wir vorhin noch gar nicht gesehen. Das sehen jetzt nur die Leute, die ewig dranbleiben. Nein. Na okay, jetzt bin ich tot. Ja, auch nicht so gut. Aber hier hinter dem, der eh alles abräumt. Nee, das sind ja unterschiedliche Leute. Egal. Gut. Haut rein, Leute. Ciao.